Hallo und herzlich willkommen zurück zu Infestation the News. Und irgendjemand Komisches ist hier vor mir. Es wird kein Name angezeigt, tatsächlich. Wirklich? Nee, ach doch, wenn ich dich direkt angucke, dann ja. Nighthunter ist heute wieder mit dabei. Hi. Ja. Hi. Nachdem das ja jetzt die Neuauflage, die dritte, vierte, fünfte, zehnte Neuauflage von Infestation ist, dachten wir, spielen wir mal wieder. Genau, und jetzt hat es auch endlich mal geklappt. Ja, Die letzten Male war tatsächlich. es ja immer ein bisschen seltsam alles mit Infestation, aber heute geht's wieder. Heute geht's gut, ja. Ja, dann legen wir mal los. Unser heutiges Tagesziel ist Boulder City. Boulder City. Genau. Auf der Map bei mir jetzt zu sehen. Bei mir auch. Ist Genau. nicht weit entfernt, also. Ne, richtig. Mit Hochhäusern, klassische Stadt. Wir gehen hier lang. Wir gehen natürlich unbewaffnet, verletzt, hungrig und durstig in diese Stadt. Ja. Perfekte Voraussetzung, finde ich. Auf jeden Fall. Nur so macht das Spaß. Nur so macht Spaß. Ich weiß gar nicht, ob sich da jetzt grafisch was geändert hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen hübscher geworden ist. Also gerade das Gras und so die Umgebung, habe ich das Gefühl, dass sie ein bisschen schöner geworden ist. Also da muss ich meine Zuschauer mal auf dein Video hinweisen. Denn Ja. ich habe bei mir alles erstmal runtergeschraubt, weil ich Angst hatte, dass es irgendwie leckt oder so. Aber bis jetzt läuft es bei mir in wirklich low ziemlich gut, besser als die anderen Infestation vorher. Ja, stimmt, hat es ja immer Probleme mit der Framerate. Bei Ja. mir sieht man das ja hier oben links, die Framerate. Habe ich auch. Ich habe tatsächlich auch nur einen Frame vom 10 bis 15. Ja, bei mir bewegt sich das so um die 50. Und trotzdem ist es bei mir aber besser als bei Infestation vorher. Ja, Wundert ich weiß mich. noch, wir hatten ja die letzten Folgen, die wir aufgenommen hatten, hattest du so 5 bis 3 Frames, ne? Oh ja, bei Aftermath, da war das ja Bei ganz schlimm. Aftermath, ja. Was ja eigentlich genau das gleiche war. Ich weiß gar nicht, was da draus Theoretisch, geworden ja. ist. Keine Ahnung. Habe ich schon ewig nicht mehr getestet. Aber nachdem das das letzte Mal so extrem geleckt hat bei mir, habe ich es wirklich aufgegeben, dann zu spielen. Vollkommen zu Recht. Ja, und so wie ich jetzt hier das Gefühl hatte, hoppala, ist das jetzt nicht so ein Pay-to-Win-Zeug, sondern, also man findet relativ viele Items, ich hatte ja schon mal ein bisschen alleine gespielt, man findet relativ viele Items, muss sich nichts kaufen, man kommt gut durch. Wir haben jetzt hier natürlich frisch angefangen. Und gleich die Genau. supergeile Schwimmanimation. Oh, Da hübsch. schwimmen wir. Ja. Sieht gut aus so. Oh, die böse Stadt im Hintergrund, so Spannend. schemenhaft zu sehen. Ja, total cool. Das ist eine coole Stimmung, ne? Weil mir dieser Ja. riesige Sternenhimmel, wenn du mal hochschaust. Ja. Eine Quadrilliarde Sterne. Das war ja bei Infestation auch schon so mit dem Ja. Sternenhimmel total cool. Eigentlich nur ein Bild, ne? Aber ich Ja, find's eigentlich nur ein cool. Bild, Also ne? mir Genau, ja. gefällt's. Schwimmanimation. So hässlich. Tak, 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 tak. Aber klappt gut. Ja, klappt gut. Wir schwimmen jetzt einfach in die Stadt. Genau. Und Wobei mein ich. Platschen ist ganz schön laut. Oh, da musst du lauter reden. Wir müssen geradeaus. Ich würde eigentlich mal probieren, da über diese Brücke hochzugehen. Denn auf der Brücke stehen Autos und da ist ja öfters mal Loot. Okay. Oh, bin ich erschöpft. Ich könnte eigentlich mal was essen und was trinken. Bei mir geht's noch einigermaßen. Und ich Ja. höre Kröten Ja. und Handys vibrieren. Ja, das Handy war meins. Dass jetzt in dieser Apokalypse noch Handyempfang ist, das hätte ich aber nicht Ja, gedacht. so. Unglaublich. Ich habe mir da meinen eigenen Mini-Funkturm gesichert. Ich dass das eine Kröte ist. Das Geräusch ist schon. Klingt irgendwie Ja, ich komisch. dächte, das ist ein Frosch. Er ist Aber aber ich glaube, schlecht gesampelt. da kommt man bestimmt nicht hoch. Das wird sich zeigen. Ist ein bisschen sehr steil. Oh, cool. Easy. Es Wie sieht denn das geht. von außen aus? Oh, genauso. Warum noch nicht? Hallo, Schwester. Oh ja. Sehr schön. Oh, ich finde, das sieht richtig cool aus, so mit der Ja, Stadt mit und den Häusern alles. hier. Also. Wo waren Sie zur besagten Tatzeit? Was haben Sie getan? Wo waren Sie? Wo waren Sie? Ja, stimmt, das erinnert einen wirklich daran. Dachte mir gerade, als ich mich umgedreht habe. Kann ich Das in das ist. Auto einsteigen? Man Nein. kann. Also man kann auf jeden Fall mit Autos fahren, aber wie ist die Frage? Ja, Und das weiß was ich sieht er? auch noch nicht. Ein Apfel. Nee, eine Tomate. Ach, kannst du haben. Ich mag Was hier? Tomaten. Ein Helm. Den nehme ich dafür. Gut. Guck mal, hier ist noch was. Kommt man Was denn ist ins das Inventar? denn? Ah, hier. Habe ich einen Helm Ein auch? Miet. Miet, lecker. Schau mal hier. Ein schwebender.
Rucksack. Oh, ein sehr hochschwebender Rucksack. Meins? Ja, wie soll man da jetzt hinkommen? Berechtigte Frage. Gerade eben war ich hier auf dem... Oh, hier liegt noch was. Was haben wir denn? Ich nehme die Schokolade. Ein Can of Tuna. Tja, da komme ich nicht ran. Ich auch nicht. Nee. Ich sammle die Tomaten ein. Ich komme mir hier, wenn man von hier... Habe ich eben auch schon gedacht, aber ich glaube... Kante. Das ist zu weit weg. Was haben wir hier oben? Ich hätte gerne eine Kiste zum Schieben. Ja, tatsächlich. Oh, ein MRE. Ein Meal Ready to Eat. Okay, die, das kenne ich nicht. Das ist die... Ach, schau an. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Keine Ahnung, hochgebackt. Das ist die amerikanische Feldverpflegung für Soldaten. Okay. So, wenn ich jetzt wüsste... Ah, Large Backpack. Change. Okay, dann habe ich einfach mal 1 Milliarde Plätze mehr. Gut. 1 Milliarde ist gut. Also ungefähr. Also der hat jetzt 25 Slots, hatte der alte, und der neue hat viel mehr. Was liegt denn da noch? Back of MRE. Ist ja, das gleiche, ne? Das ist das gleiche. Nimm's mit. Essen ist immer gut. Genau. Ich könnte sogar bald mal was essen, aber... Ah, ich habe noch einige Balken. Ja, ich auch, deswegen warte ich noch. Gerade eben erst mein Granola Bar gegessen und eine Dose getrunken. Ah, hier. Oh, hier sind... Oh, hier sind Sachen. Was haben wir hier? Bandagen. Oh, da ist noch so ein Rucksack. Yay, Rucksack, da komme ich bestimmt hin. Ja, locker. Der ist aber nicht gleich angezogen, ne? Nee. Nee, musst du noch über E-Commerce. Change Backpack. Und den kann ich dann gleich droppen? Genau. Den brauche ich ja dann nicht mehr. Das ist cool, dass man hier gleich relativ schnell coole Items bekommt. Zum Glück sind wir Zombie Repellent. Geil. Oder oben ist noch ein Helm. Ja, Zombie-Abwehr halt, oder? Oh, ein Silencer. Wie so ein Zombie-Spray quasi, wie Mückenspray. Das Mücken abhält, hält das wahrscheinlich Zombies ab. Hol den Helm, wenn du oben bist. Du hast einen Helm auf, cool. Ja. Ja. Also die Straße hier, die gefällt mir. Ja. Finde ich schön. Glück haben wir uns dafür entschieden. Warte mal, warst du nicht verletzt irgendwie? Ein bisschen, ja, aber es ist okay. Ich habe ja auch noch Bandagen. Ist denn ein Poultice? Oh, ein Poultice? Poultice, ja, das Poultice? Ist so Lumpen, sowas in der Art. Also damit kannst du dich verbinden, aber die sind nicht steril, also wirst du dich wahrscheinlich damit irgendwie intensifizieren. Okay. Aber ich habe Antibiotika, also das ist voll okay. Das ist natürlich auch gar nicht. Ich infiziere meine Wunde mit falschen Verbänden und nehme dann Antibiotika. Genau. In der Not muss man ein bisschen improvisieren. Das stimmt, ja. Der Bus hat nichts dabei, nehme ich mal an. Ja. Ich bin auch nicht reingekommen eben. Nee, kommt auch nicht rein. Nee, ist aber leer. Lauter Polizeiwagen und keine Waffen. Wo sind wir hier? In Deutschland? Mann. Ja, kann sein. Ich weiß nicht. Nee, ich denke mal, wir sind in den USA. Haben die alles mitgenommen? Alles mitgenommen. Also ich meine, ist ja nicht gesagt, wo die Unfälle und sowas und wo die stehen geblieben sind, dass die alle gleich gestorben sind. Das stimmt. Oh, da oben sind noch Helme, die brauchen wir nicht. Oh, hier ist eine ganze Kiste. Ja, oh. Item. Hier sind noch Zombies, ich höre Zombies, glaube ich. Ich habe mal so eine Kiste mitgenommen jetzt. Ja, ja. Oh, guck mal auf die andere Seite. Ich bin ein bisschen gerissen. Oh, ja, ich höre Zombies und ich sehe sehr viele Waffen. Echt? Ja, hier wo ich bin. Hier ist noch eine Waffe. Kannst du gerne nehmen. Ich rüste in der Zeit mal eben mein... Achso, ist schon ausgerüstet, okay. Ich hab hier diese ganze... Oh, hier liegen auch... Oh, das ist ein G36, das sehe ich! Ja, ein G36, meine Lieblingswaffe. Dann nehme ich nochmal die M16. Erinnert mich an meine damalige Militärzeit. Haben wir auch G36 gehabt. Sehr schön, beste schön. Waffe ever. Medium Armor Forest, yay. Sehr schön, ausgerüstet bin ich schon mal. Wo sind denn die Zombies? Ich höre das hier stöhnen und keuchen die ganze Zeit. Ach, vielleicht unter uns. Das kann natürlich sein. Kann sein, ja. Guck mal, da ist auch noch was zum Ausrüsten für dich, weil du es noch nicht hast. Medium. Ach, da hinten. Da hinten sind ganz viele. Sehr gut, da müssen wir uns jetzt dann gleich mal durchballern. So, warte mal. Jetzt möchte ich erstmal meine ganzen Sachen ausrüsten, die ich mir geholt habe. Military Rucksack. Wie viel hat der denn? Ja, der hat sogar noch mehr als der Large Backpack. Der hat 68. Cool. Krass.
Das ist aber richtig viel Platz. Ja. Mega. Das finde ich aber cool, dass es jetzt so viel Platz gibt, weil das war ja vorher nie so. Da warst du ja immer voll irgendwann, ja, ne? Und konntest gar nichts mehr machen. Aber ich muss in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal ein bisschen die Umgebungsgeräusche runterstellen. Mhm. Weil das Quaken und alles ist mega laut gerade. Schau mal, hier ist sogar eine Desert Eagle als Sekundärwaffe. Komm schon, easy. Hey, Mann, vielleicht kann ich Ach ja, siehst du mal, Sekundärwaffe. Ich habe nur mein Lichtlein hier. Hm, ja gut. Ich kann keine andere Sekundärwaffe anziehen. Aber nicht so schlimm, ich habe 30 Schuss. Damit kann ich mindestens zwei Zombies töten. Nehmen wir auch Oh Gott, siehst du das, wie viele das sind? Ja. Ich hätte gerne eine Handgranate. Ich habe tatsächlich eine. Na dann. Weißt du ja, was du vorhast. Guck mal, da ist so eine kleine Gruppe da hinten. Ja. Wenn du das da so reinwirfst, so mitten rein, wäre das total cool. Ja, wäre das das? Erstmal muss ich ein paar Sachen wegschmeißen, warte mal. Und dann muss ich auch erstmal die Hand... Da, Frag Grenade. Ja, ich nähere mich mal ein bisschen. Ich stelle mich aufs Auto. Es sind wirklich sehr viele. Es wäre Vorteil... Ich sehe gar nicht, wo ich hinziele. Okay, die Zombies laufen jetzt alle auf einen Haufen. Jetzt könnten wir da einfach gnadenlos reinholzen. Ja, aber was machen? Ja. Wie gewonnen ist gewonnen, aber es sind alle tot. Da hinten kommt da noch welche? Achso, die ist gar nicht. Hilfe! Hast du noch Mumpeln? Schieß mal auf dich. Ach, danke. Holla! Das war schön. Das müssen wir öfter mal machen. Das war geil. Einfach mal Granate rein, zack, und dann wegnieten. Sehr cool. So macht das echt Spaß. An der Seite hier läuft bei mir immer noch die XP runter. Ach, dann hast du die alle getötet. Ich hab ein paar. Guck mal, bei mir gar nicht so wirklich. Ich nehme mal die B-Dings da. Vielleicht kann ich das als Sekundärwaffe nehmen. Ah, warte mal, ich hab die gerade weggenommen. Warte, eine gebe ich dir. Echt? Nee. Nee, hast du bekommen? Ah, du hast sie, ja, tatsächlich. Die hab ich. Painkillers. So, kann ich die jetzt da ausrüsten? Ich hab sogar einmal cool. Sprit gefunden. Und noch eine Granate wieder. Sehr schön. Granate ist dein Job. Oh, ich habe eine Jericho. Immer Kopfschüsse, ne? Ja, ich versuche gerade überhaupt zu zielen. Holla, was ist das denn? Das ist eine automatische Pistole. Oh Mist. Sie ist leer. Also weg damit. Oder kann man irgendwie die... Na, keine Ahnung. Droppen wir mal und nehmen eine neue. Ist ja nicht so, dass wir keine andere haben. Ich wollte gerade sagen, ja, einfach wegschmeißen, weil es egal ist. Hä, jetzt habe ich keine? Achso, ist die leer oder was? Keine Ahnung. Nehme ich halt die andere. Achso, ach, ich bin ja auch blöd, ich muss die 1 drücken. Na logisch. Schmeiß die einfach weg. Ja, fuck, ich hab keine Mut. Ich hab nur noch 5 Schuss. Also müssen wir jetzt ein bisschen... Okay. Vorsichtig sein. Wo ist denn der nächste? Ach, da hinten kommt jemand angewatschelt. Das war ein Kopfschuss. Sehr schön. Ich frag mich, was das ganze Zeug ist, was ich die ganze Zeit gelootet habe. Na, dann guck doch mal, was hast du dann alles? Ja, normales Zeug. Also nichts ausgegeben. Ich habe ja die ganze Zeit irgendwelche Kisten gelootet. Ja. Naja. Immerhin. Ja, waren erfolgreich. Aber hier sind nochmal welche. Kopfschuss. Am schönsten ist es, wenn man einen Schuss tatsächlich hat für einen Zombie. Ja. Oh, was ist das denn? Eine Anaconda, aber das ist meine. Okay. Okay.
Nehme ich mal die kleine Pistole, mal gucken, wie das ist. Ich habe jetzt auch die Ego-Perspektive an. Irgendwie ja. Ist die da sehr viel cooler, weil ja, du hast ja kein Steuerkreuz und so. Das ist richtig, jetzt zum Ziel. Hier, komm mal hier. Komm mal zurück. Da im Wasser, das sind die Zombies wahrscheinlich, die wir gehört haben. Wasser-Zombies? Ja, schau mal da ins Wasser. Oh ja. Ach, die sind ja niedlich. Ja. Wie sie so schwimmen. Naja, oder laufen. Und sich abkühlen. Whatever, ne? Okay, ja dann. Schau mal, hier geht's weiter. Kommt man da weiter hoch? Hab ich auch gesagt gedacht. Sieht interessant aus. Nee. Kommt man nicht? Nee. Ich komm noch nicht mehr hier hoch. Na gut, dann nicht. Er sagt mir immer, wenn ich diese Kisten nehme, new item added. Ich frag mich immer, ja, was hab das ich ist. Auch gehabt. Weiß nicht, vielleicht ist es wieder so eine Kiste zum Bezahlen? Wo sind die? Die ist bei mir gar nicht im Inventar drin. Weil ich sie genommen habe. Achso. Aber hä? Keine Ahnung. Da gucken wir später nochmal, würde ich sagen. Ja. Ah, hier ist nochmal eine. Hast du eigentlich eine Rüstung schon an? Ja, ne? Ja. Hier ist nämlich auch so eine Rüstung. Mal gucken, was ist denn das für eine? Medium Armor und das habe ich schon. Ein Dessert. Egal, alles mit. Nimmst du mit? Dann nehme ich mit. Wenn du noch Platz hast, nimm mit. Ich habe noch nicht ganz so viel gelootet. Es wäre auch sehr cool, wenn man irgendwo eine Base wieder bauen kann und sowas. Das kann man bestimmt. Müssen wir herausfinden, wie. Ah, okay. Und ich habe auch eine Granate. Das sind random Items, die man da bekommt. Ich habe jetzt gerade mal ins Inventar geschaut. Aber ich glaube, ich habe hier was für dich, was besser ist als das, was du hast. Ich sehe schon wieder Zombies. Oh, wieder Wartschild. Den mag ich gar nicht erschießen. Dann lass ihn. Na gut. Schau mal her, ich habe hier so eine Maske auf, wie ich die auf habe. Die hat 17,5 Reduction. Drop ich dir mal. Sieht eher aus wie ein Nachtsichtgerät. Ja, ist auch ein Nachtsichtgerät. Vielleicht kann man das auch irgendwie benutzen. Nee. Habe ich das jetzt auch an? Nee, du hast doch den Helm an. Musst du im Inventar direkt anziehen. Ich reinziehen einfach. Okay, jetzt hab ich's. Hattest du nicht? Du hast doch die M16, oder? Hast du die noch? Ja. Habe ich Munition dafür gefunden. Sehr schön. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie man das denn einsetzt, aber das einfach werden wir noch herausfinden. Einsammeln, die Waffe ausrüsten und nachladen. R einfach. Ah, cool. Perfekt. Da schon wieder. Ah, da sind drei solche Kisten. Ja, so viel Platz habe ich nicht. Das musst du dann machen. Okay. Guck mal, da ist ein riesen Plakat von Infestation in Star Wars. So ein Zufall. Mit einem Laserschwert. Oh. Sieht witzig aus. Ja, durchaus. Wo siehst du das? Na da, oben. Geil. Wahrscheinlich einer der Programmierer. Oh, hier massig Items. Ja, kann sein. Ja, die meine ich, die musst du mitnehmen. Ja, die Kisten nehme ich mit, aber das, die geben einem tatsächlich so wahllos Items. Oh. Okay. Na, was war drin? Ein automatisches Gewehr. Mhm. Ich höre schon wieder Zombies. Irgendwo hier. Oh, hier geht's sehr steil bergab. Eine sehr schöne Übersicht hat man hier. Ja, durchaus. Da können wir gleich mal planen, in welche Richtung wir dann gehen. Wenn man hier schon so eine gute Übersicht hat, kann man gleich mal entscheiden, wo lang ungefähr. Was machst du da eigentlich? Ich checke Waffen. Voll fasziniert von den Waffen. Naja, ich überlege, ob ich die Sig Sauer oder ob ich die Steyr nehmen soll. Okay. Möchte eigentlich in der europäischen Waffensparte bleiben. Dann komme ich jetzt mal wieder zu dir und wir machen einen Schnitt, wenn das für dich okay ist. Dann kannst du in Ruhe nochmal deine Waffen anschauen und in der nächsten Folge hast du dann eine perfekte Waffenauswahl. Ich bleib bei der Steyr. Weiter Waffen. Ist jetzt fertig. Ja. Na Boah, toll. Ist dich da enttäuscht. Können aber trotzdem für heute beenden und ja. Dann war das unsere Reise in die Stadt und die nächste Folge genau. Ist dann die Stadt.
Da. Da bin ich gespannt. Ja, dann verabschiede ich mich. Infestation the News. Wie bitte? Ich verabschiede mich schon mal von meinen Zuschauern und bedanke mich fürs Zusehen. Und ich verabschiede mich auch von allen Zuschauern und sage bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Und tschüss.